Das Wort hat nun Oliver Krischer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die CCS-Euphorie, die wir vor 2, 3 Jahren europaweit hatten, die ist verflogen. Wenn man mal ins Land guckt, nach Europa guckt, da sind es einstige Musterländer wie die Niederlande, die alle Projekte gestoppt haben, es nur noch offshore machen wollen, genauso in Großbritannien. Und die Mehrzahl der EU-Staaten hat bis heute nicht einmal die Richtlinie umgesetzt, die eigentlich, obwohl die Frist schon abgelaufen ist. Und das einstige Musterland Norwegen, das eine Reihe von Projekten hatte, geplant hatte, hat auch alles auf Eis gelegt. Das zeigt, CCS ist keine Zukunftstechnologie in Europa. Und meine Damen und Herren, genauso in Deutschland. Es ist doch nicht, wie Sie hier tun, dass es da irgendwie Grüne oder Bürgerinitiativen oder Sozialdemokraten oder wer auch immer gibt, der vor Ort gegen CCS ist. Der Riss geht doch durch die Regierungskoalition, durch CDU, CSU und FDP durch Ihnen durch. Das zeigt doch, auch bei Ihnen fehlt die Akzeptanz. Und meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen dazu mal ein Zitat vorlesen, ein Zitat aus dem Bayerischen Landtag. Bayern ist eigentlich unverdächtig, etwas mit dem Thema CCS zu tun zu haben. Ich habe jedenfalls noch nie gehört, dass es da ein Projekt gibt. Und da ist, ich zitiere, wird gesagt: Beim Thema CCS sollten wir nicht den Fehler wiederholen, den wir beispielsweise bei der Kernenergie gemacht haben, indem wir versuchen, irgendwelche Abfallstoffe irgendwo zu verstecken. Ich möchte aus diesen Gründen des Klimaschutzes, aber auch aus einem Verantwortungsbewusstsein für kommende Generationen CO2 vermeiden und nicht CO2 verbuddeln. Beifall bei der FDP, vermerkt das Protokoll. Das hat Herr Thalheimer gesagt, Herr Thalheimer, Freidemokrat in Bayern, der ganz offensichtlich eine Position hat, die nun mit ihrer überhaupt nicht deckungsgleich ist und offensichtlich auch von der Fraktion in Bayern getragen wird. Und um diese Widersprüche zuzukleistern, haben Sie eine Länderklausel erfunden. Eine Länderklausel, die es allen recht machen soll, wo sich jeder dann wiederfinden kann, so wie er es gerade haben will. Herr Röttgen erzählt seit Monaten, dass jedes Land, das es will, CCS per se ausschließen kann. Herr parlamentarischer Staatssekretär Otto hat uns gestern im Wirtschaftsausschuss noch erklärt, nein, das ginge nicht, das müsste ein komplizierter Abwägungsprozess sein. Heute lesen wir in der Süddeutschen Zeitung Herrn De Jager, seines Zeichens Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, der erklärt, man werde sofort ein Gesetz auf den Weg bringen, das CCS für Schleswig-Holstein insgesamt verbietet. Das zeigt doch, Sie haben Ihre inneren Widersprüche verkleistert und kriegen es an der Stelle überhaupt nicht hin. Und dann haben Sie noch das gemacht. Die einzigen Befürworter, die es landesweit gab, die es deutschlandweit gab, in Brandenburg, Sozialdemokraten und Linke, die müssen jetzt auch noch gegen ihr CCS-Gesetz sein, weil die aus deren Sicht nachvollziehbar nicht die Deppen der Nation sind, die als Einzige das machen, während andere sich da aus dem Staub rausmachen. Das geht doch nicht. Das ist unseriöse Gesetzgebung, die Sie hier machen. Das hat mit einer seriösen Gesetzgebung nichts zu tun. Und die Krönung setzt dem Ganze der Kollege Meyerhofer auf, der kurz vor der Plenardebatte hier in einer Agenturmeldung uns mitteilt, wer für CCS ist, muss gegen dieses Gesetz stimmen. Meine Damen und Herren, das ist die Position des umweltpolitischen Sprechers der FDP zu diesem Thema, zu dem Gesetzentwurf, den Sie hier einbringen. Deshalb sage ich, tun Sie das, was Sie schon lange hätten tun sollen. Tun Sie diesen Gesetzentwurf in die Tonne. Er bringt CCS nicht weiter, er löst das Problem nicht, er schürt nur weitere Konflikte. Und CCS ist ohnehin keine Zukunftslösung. Sie ist, wenn überhaupt, eine Rückfalloption für prozessbedingte Emissionen, wenn es uns in den nächsten Jahrzehnten nicht gelingt, diese zu vermeiden. Dafür brauchen wir Forschung, so wie wir das in Ketzin machen. Das können wir weiter tun. Dafür brauchen wir ein Forschungsgesetz, so wie wir es in unserem Antrag vorschlagen. Und wenn Sie es ernst meinen würden, würden Sie sich auf unseren Vorschlag zubewegen. Damit kämen wir dann damit weiter. Damit hätten wir auch etwas für den Klimaschutz getan. Ich danke Ihnen.